kommen wir zur nächsten Rednerin in der Debatte. Das ist für die Unionsfraktion die Kollegin Simone Burchardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wartet ganz Deutschland auf eine Krankenhausreform. Oder wie wäre es mit einer Pflegereform? Was tun Sie? Sie bringen ein völlig unnötig verworrenes Cannabis-Gesetz. Ist Ihnen eigentlich jemals in den Sinn gekommen, dass dieses Gesetz zu einer zusätzlichen Belastung des ohnehin angespannten Gesundheitssystems führt? Um das zu begreifen, muss man das System verstehen. Wir haben im Jahr 2000 Drogentote. Es ist ein Anstieg des Drogenkonsums zu verzeichnen. Und die Patientenzahlen, vor allem in der Suchttherapie, steigen ständig an. Und in einer Anhörung, Herr Minister, ich glaube, Sie waren nicht dabei oder Sie haben nicht zugehört, haben alle Experten gewarnt, Ärzteverbände, Psychotherapeuten, Polizei. Und was haben wir da gehört? Hören Sie gut zu. Der Konsum verursacht Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst mit 25 abgeschlossen, Abgabe ab 18. Konsum fördert Suizid, Depressionen, Psychosen, um hier nur einiges zu nennen. Und was sagt die Gewerkschaft der Polizei? Wir sind gar nicht vorbereitet. Und alle Innenminister der Bundesländer haben sich dagegen ausgesprochen. Und Sie, liebe Ampel, machen trotzdem, was Sie wollen. Der Kinder- und Jugendschutz ist in Ihrem Gesetz nicht mehr als ein reines Lippenbekenntnis. Die Präventionsgelder wurden von Ihnen gekürzt. Bei Ihnen kommt erst das Gesetz und dann irgendwann die Prävention. Und nun machen Sie das Desaster noch komplett. Durch den nun erlaubten Privateinbau findet ein kontrollierter Verbrauch eigentlich gar nicht mehr statt. Denn wie will man den Heimanbau in irgendeiner Art und Weise einfach kontrollieren? Das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist ein Kontrollverlust und eine Steilvorlage für jeden Dealer. Und vom Energiebedarf mal ganz zu schweigen, den lassen Sie einfach mal unter den Tisch fallen. Das spricht der Bände für die Konstanz Ihrer Politik. Man braucht mal halt Klimaschutz und mal nicht. Und nun räumen wir mal mit einigen Mythen hier auf. Die organisierte Kriminalität, und hören Sie gut zu, Herr Lauterbach, wird eben nicht bekämpft, wie von Ihnen behauptet. Allein, dass das Gesetz am 1.4. in Kraft treten soll, die Anbauvereinigungen aber erst ab 1.7. erlaubt sind, zeigt doch schon, dass zwangsläufig auf den Schwarzmarkt zurückgegriffen werden muss. Ich frage Sie, meine Damen und Herren, wo soll das Cannabis bis ab 1.4. herkommen? Es gibt kein legales Cannabis ab 1.4. Die Abgabe ist erst ab 1.7. möglich und damit auch der Anbau. Und dieses Gesetz ist nichts anderes als ein Konjunkturprogramm für die organisierte Kriminalität. Wir sagen als Union entschieden Nein dazu. Und schauen Sie in andere Länder. Die wollen ihre Entscheidung dazu revidieren und schauen fassungslos auf Deutschland. Und es wird noch verrückter. Die Anbauvereinigungen sollen selbst ein Jugendschutzkonzept entwickeln, mit fahrlässigen Fristen einen Präventionsbeauftragten benennen. Mal davon abgesehen, wie diese Präventionsbeauftragten brauchen wir ganz ehrlich an anderer Stelle. Wir haben das Personal nicht dafür. Ich würde lieber jeden Präventionsbeauftragten in der Kommune einsetzen, damit die Menschen gesünder älter werden und unsere Kinder eine gesunde Kindheit haben. Und was haben wir jetzt? Wir haben ein Abstandsgebot von 100 Metern in Sichtweite zum Eingang von Kindergärten und Schulen und Spielplätzen. Das ist völlig inakzeptabel und schon gar nicht kontrollierbar. Wollen Sie, dass hinter dem Schulhof Cannabis konsumiert wird? Das ist mit Ihrem Gesetz jetzt möglich. Ich erwarte von allen Abgeordneten, heute und hier Farbe zu bekennen. Sie müssen heute in Ihre Wahlkreise zurück. Und dann muss jeder sich für seine Entscheidung verantworten. Die Menschen wollen Regeln, Sicherheit und Ordnung. Wir sind hier dafür verantwortlich. Hier kann nicht jeder machen, was er will. Und auch wenn das BMG den Experten nicht zuhört und immer Meinungen trifft, wo es denkt, das ist richtig. Sie machen gerade Politik für Ihre Ideologie und nicht für das Land. Ich fordere Sie auf, stimmen Sie gegen diese Cannabis-Legalisierung und damit dem Antrag der CDU zu. Vielen Dank.